Gute und willkommen bei Barbecue Culture. Wir machen heute mal wieder was Schnelles vom Grill. Wir machen uns heute Chili Cheeseburger Taco Taschen. Was wir dazu alles brauchen, seht ihr natürlich wieder jetzt. Also kommt mal mit und lasst doch schon mal ein Abo da. Die meisten Leute vergessen es anscheinend, weil die meisten, die meine Videos schauen, sind gar keine Abonnenten. Also nachholen und jetzt geht's los. Und hier haben wir unsere Zutaten. Wir brauchen wieder mal nicht viel. Wir haben hier so Tortilla-Fladen, zwei Stück. Wir haben hier zweimal ungefähr 100 Gramm Rinderhack. Da könnt ihr auch gemischtes Hack nehmen, das was ihr wollt. Dann haben wir hier kleingeschnittene eingelegte Jalapenos, eine kleingeschnittene rote Zwiebel, ein bisschen Käse, Senf, Ketchup, Salz, Pfeffer und das war's. Mehr gibt's heute gar nicht. Wie wir das Ganze verarbeiten, seht ihr jetzt. Also komm mal rüber. Das erste, was wir jetzt machen, ist, wir kümmern uns hier um unsere Hackfleischbällchen. Die verfrachten wir jetzt erstmal auf den Grill. Dafür habe ich die schon mal vorgeheizt. Wir haben hier eine gusseiserne Plansche drin. Darauf tun wir die jetzt erstmal zubereiten. Dazu legen wir die uns jetzt erstmal hier drauf. Man hört, die Platte ist schön warm. Und dann gehen wir hin und drücken die uns ein bisschen platt. Und dann gehen wir hin und salzen die uns schon mal von der einen Seite. Währenddem unsere Patties da drüben schön angrillen, nehmen wir uns schon mal hier unsere Fladen vor und verteilen da erstmal ordentlich Käse hier unten rein. Schön so in die Mitte einen Kreis legen, so wie das Patty ungefähr später auch ist. Dann nehmen wir uns hier Zwiebeln. Ein paar Jalapenos. Jetzt haben wir das schon mal vorbereitet. Jetzt geht es erstmal bei den Patties weiter. So, unsere Patties dürften jetzt schon ein bisschen Kruste gekriegt haben auf der einen Seite. Genau so sollen die aussehen. Jetzt tun wir die zweite Seite auch nochmal salzen. Und jetzt auch pfeffern. Jetzt verbrennt uns der Pfeffer nicht mehr auf der Seite. Unsere Patties haben jetzt von beiden Seiten schön Röstaromen gekriegt. Jetzt holen wir die runter und legen die uns hier auf unsere Tacos. Dann einmal hier drauf. Einmal da drauf. Jetzt gehen wir hin und verteilen hier drauf nochmal ein bisschen Ketchup und Senf. Ungefähr in der gleichen Menge jeweils. Jetzt verteilen wir das hier gut drauf auf dem Patty. Und jetzt drehen wir uns das Patty noch einmal. Und jetzt fangen wir an, das Ganze zuzubauen, indem wir einmal hier hochklappen, die nächste Seite hochklappen und immer so weiter, bis wir einmal zu sind. Der Trick dabei ist, es nicht so bei kalten Temperaturen zu machen und die ein bisschen länger vorzuwärmen. Ich habe die nur ein bisschen vorgewärmt, dann sind sie nicht so bröckelig wie jetzt. Leider sind die ein bisschen auseinandergefallen. Das hier wandert jetzt gleich linksrum wieder auf den Grill. Deswegen wird es jetzt wahrscheinlich ein bisschen aufgehen. Wir sehen uns jetzt gleich beim Grill wieder, wenn wir die ganzen auflegen. Das zweite habe ich jetzt gerade nochmal so draufgelegt, dass das ein bisschen weicher wird hier. Und jetzt schauen wir mal, ob das besser funktioniert. Das sieht schon besser aus. Genau, so sieht das schon besser aus. Jetzt müssen wir nur noch hinkriegen, das Ganze so auf den Grill zu legen. Trick dabei ist, wir nehmen uns jetzt hier so eine Spachtel, drehen uns das um und legen uns das jetzt nochmal so auf den Grill. Da sehen wir uns jetzt aber wieder. So, machen wir den Deckel mal auf. Ich habe den kaputten schon reingelegt und lege den ganzen jetzt daneben. Ich bin mit der Temperatur unter der Platte jetzt komplett runtergegangen, sind jetzt beide Brenner nur noch auf geringer Stufe. Das soll jetzt nur noch dazu dienen, dass der Käse da drin schmelzen kann und das war es im Endeffekt schon. Wir geben jetzt noch ein bisschen Käse hier oben drauf.
machen den Deckel zu und wir schauen so in 5-6 Minuten nochmal rein. Dann dürfte der Käse schon anfangen zu verschmelzen. Dann schauen wir mal, ob das andere ausläuft oder nicht. Also sehen wir uns gleich wieder. Die letzten paar Minuten habe ich jetzt hier schon die Brenner ausgemacht. Wir haben jetzt ungefähr so 7 Minuten jetzt drauf. Ich glaube, jetzt sind wir soweit. Der Käse hier drauf ist auch schon geschmolzen. Von unten ist wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Hitze gewesen. Also dürfte er gut geschmolzen sein. Jetzt holen wir den mal runter. Und hier hinten, der ist auch gar nicht so ausgelaufen. Also, wenn er nicht so zerbrochen wäre, wäre er gut gewesen. Wir holen das jetzt runter und dann schneiden wir an. So, jetzt haben wir sie hier liegen. Einmal das Schönere und einmal das nicht ganz so Schöne. Jetzt nehmen wir das Schönere aber und nehmen uns unser Messer und schneiden einmal die Hälfte und schauen mal rein. Und so sieht unsere Cheeseburger-Tasche aus. So, unsere Tasche ist fertig, unsere Cheeseburger oder Chili-Cheeseburger-Tasche ist fertig. Ein Tipp auf jeden Fall, wärmt euch die Tortillas besser vor, dann zerplatzen sie euch nicht so wie bei meinem ersten hier unten. Ansonsten müssen wir es jetzt probieren, um vielleicht noch ein bisschen Kritik zu üben. Also würde ich sagen, einmal rein in die Birne, nur für euch. Oh, halt. Saugeil. Schöne Tasche, ihr habt das in der Hand, euch läuft nichts raus. Mega gut. Vielleicht ein bisschen mehr Käse noch drauf, dann wäre es noch ein Tick geiler. Aber schmeckt auch so richtig geil. Also, ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Wenn ihr sie mal nachgemacht habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und auf jeden Fall lasst mal ein Abo da. Ich würde mich freuen und der Algorithmus freut sich auch noch. Ich will jetzt essen, deswegen sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Markus von Barbecue Culture und tschüss.